Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Videos, wie ich meine Zuckersucht dauerhaft und nachhaltig überwunden habe. Ja, ich habe ja am Ende des ersten Videos erzählt, dass 2014, 2015 für mich so ein Knackpunkt waren, weil ich da so eine ganz wesentliche Erkenntnis hatte. Und die möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Oder da kam ich an so ein ganz an den Wendepunkt, eigentlich an den zentralen Wendepunkt. Das, ja. Und zwar war das so, dass es mir 2014 nicht so gut ging. Und 2015, Anfang des Jahres, hatte ich eine Reise gemacht nach Spanien und habe dort wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr lecker gegessen. Aber ich war da wirklich am Höhepunkt von sozusagen meinem Gewicht und ich gehe wirklich selten zum Arzt, also alle paar Jahre mal, dass ich irgendwas checken lasse. 2015 war ich dann wieder bei meiner Ärztin und wollte diesen Check einfach machen lassen, wo alles überprüft wird, Blutdruck, Blutwerte und sowas, um einfach zu gucken, auch die Organe wurden abgetastet, dass alles in Ordnung ist. Genau, einfach mal so nach wirklich vielen Jahren des nicht beim Arzt gewesen Seins nochmal das zu machen. Und es war so, dass ich habe zu Hause keine Waage, aber die Ärztin hat halt gesagt, so, ja, 93 Kilo. Und es war wirklich so mein Höhepunkt. Es war so, dass ich mich nicht mehr bücken konnte, ohne dass es irgendwie gekniffen hätte. Ich habe meine Schuhe nicht mehr richtig zubinden können. Ich hatte viele Klamotten, die ich nicht mehr anziehen konnte. Und ich habe da gemerkt, das ist irgendwie eine Grenze für mich. Ich habe keinen Bock, mir neue Klamotten zu kaufen und habe mich sowieso nicht mehr wohl gefühlt. Also es war wirklich so top of the top von dem, was ich nicht mehr aushalten konnte oder was nicht mehr tragbar für mich war. Und das hat dann auch nochmal so eine große Wende gebracht, auch in meinem Kopf, also so im Denken gab es da sowas von, also das hat so die entscheidende Wende gebracht. Und zwar war es so, dass mir klar geworden ist, ja, ich hatte dann gemerkt, ich habe neue Projekte gestartet, die mich erfüllt haben. Ich fand es total spannend, mich zu erleben und zu sehen, was ich so in die Welt bringe und habe gemerkt, ich habe Lust, richtig, richtig alt zu werden. Ich habe irgendwie Lust, dieses Leben richtig lange zu erfahren. Und das kann ich nur machen, wenn ich gesund bin, so, ne? Und wenn es mir gut geht. Und das war so der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach nochmal viel bewusster mit meiner Ernährung mich auseinandergesetzt habe und gesagt habe, so alle Kilos, die mich irgendwie belasten, ja, in unserer Familie gibt es Diabetes, in meiner Familie gibt es Herzkrankheiten, also Bluthochdruck, da gibt es Rheuma, also Gelenkschmerzen, weil einfach da viel Übergewicht da war. Und das war für mich so ein Alarmsignal, von jetzt ist, ich muss damit aufhören. Ich muss irgendwie einen Weg finden. Ich möchte einen Weg finden, um gesund alt zu werden. Ja. Und alt werden, also wirklich gerne 100 oder über 100. Ja, also ich weiß es ja nicht. Aber ich möchte gerne so leben, dass ich mich so wohl fühle und das Gefühl habe, ich werde gesund alt. Und das hat mich dann so motiviert, dass ich nochmal ganz neu mich mit Ernährung beschäftigt habe. Und ich hatte eine neue Freude am Leben gefunden und wollte diese Lust einfach sozusagen auch sichtbar werden lassen, indem ich mich gut ernähre. Oder gut, also was heißt gut, ne? Also so, dass ich mich wohlfühle. Und ich bin da auch schon lange dran, das ist auch immer noch da, dieses Thema, aber ich habe einfach nochmal mehr, nochmal stärker, bin ich darauf eingegangen,
dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich vernichte Essen. Ja, dass ich schlinge. Das mache ich auch heute manchmal noch. Ich versuche immer weniger das zu machen, weil ich glaube, dass sich dahinter immer noch Sachen verbergen, wo ich was kompensiere oder irgendwelche Glaubenssätze da sind. Das sage ich auch bei diesen Tipps, die nochmal mehr in dem Video. Und dass ich auch viel zu viel esse. Ich habe dann gemerkt, ich esse mehr, als ich brauche. Ja. Und genau, das waren so die Punkte. Einmal dieses, ich vernichte Essen, ich schlinge, dann noch, genau, dann gab es noch diesen Aspekt, den ich in mir entdeckt habe, ich habe Angst zu verhungern. Ja, das kenne ich auch bei anderen, also bei Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, dass es dieses Thema gibt in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, dass da noch viel aufgearbeitet werden muss aus Kriegszeiten, unsere Großeltern oder meine Großeltern und auch die von den Klienten, ne, dass da in vielen dieser Glaubenssatz da ist, obwohl eigentlich wir in Hülle und Fülle leben, gibt es immer noch die Angst zu verhungern. Und ich glaube, dass wir die übernommen haben aus den Generationen vor uns, die in Kriegszeiten, die in Kriegszeiten gelebt haben. Aber dazu sage ich auch später nochmal mehr. Und ich habe dann angefangen, YouTube-Videos zu schauen und habe Smoothies entdeckt, grüne Smoothies entdeckt. Und über die grünen Smoothies bin ich dann irgendwie zur Rohkosternährung gekommen. Und diese Rohkosternährung, die ist jetzt wirklich so mein Schlüssel für eine dauerhafte Ernährungsumstellung, beziehungsweise so, dass ich halt nicht mehr in so einen Jojo-Effekt komme. Und das Geheimnis daran ist nämlich, dass du bei der Rohkost, ich konnte bei der Rohkost so viel essen, wie ich wollte, und ich habe trotzdem abgenommen. Ja, das ist echt abgefahren. Am Anfang, also wie so im Mai 2015, habe ich damit angefangen. Damals habe ich noch sehr viel sozusagen nachgemachte Rohkost gegessen. Das heißt, ich habe statt normalem Kuchen einen Rohkostkuchen gegessen. Ich habe statt Nudeln mit Tomatensauce habe ich Zucchini-Nudeln mit Tomatensauce, aber halt alles roh, ne? Also das ist, manche nennen das auch Gourmet-Rohkost, aber es ist quasi, also mir hat es geholfen, ich habe das so verstanden als Übergangsphase, wo man sozusagen alles imitiert, aber halt in gesünderer Form. So. Und zu dieser Rohkosternährung habe ich auf jeden Fall auch Sport gemacht. Ich habe angefangen wieder zu joggen, Rad gefahren bin ich sowieso, aber das habe ich dann nochmal extra sozusagen gemacht. Und ich habe dann auch mit Bagua angefangen, das allerdings jetzt erst 2016, aber das ist so eine chinesische Kampfkunstart, wo man auch richtig schön ins Schwitzen kommt. Und ja, also so 3 bis 4 Stunden die Woche sozusagen auch noch Sport gemacht in dieser extremen Phase. Und mittlerweile bin ich sozusagen dahin gekommen, immer weniger verarbeitete Sachen zu essen. Also jetzt komme ich mal zu dem Stand, wo ich heute bin, nach so 1,5 Jahren sozusagen Rohkost. Also ich bin so bei 70% Rohkost. Meistens esse ich abends auch noch was Gekochtes oder Warmes. Allerdings da auch nicht mehr so aufwendig zubereitete Sachen, sondern auch einfach gedünstete Sachen. Also relativ einfach, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich zu viele Sachen zusammenmische, dass ich dann auch wieder mehr esse, als ich eigentlich brauche. Wenn ich jetzt wirklich nur Äpfel esse oder Weintrauben essen, also da bin ich auch mittlerweile, dass ich halt immer nur eine Sache gleichzeitig esse, das sind sogenannte Monomeals, dass da nicht dieses zu viel Essen kommt, sondern ich esse dann halt, bis ich satt bin und dann höre ich auf. Aber wenn ich mir, was ich auch immer noch aus Gewohnheit oder einfach für meinen Seelenfrieden mache, wenn ich mir dann irgendwie eine leckere Kürbissuppe mit Kokosmilch und irgendwie, was weiß ich, sind dann noch andere Sachen, Gewürze so drin und manchmal auch Salz. Ne, dann esse ich davon viel, viel mehr, als eigentlich
als ich eigentlich vertrage. Oder auch wenn ich mir leckere Gemüsesuppe mache mit Linsen und Kürbis und Gemüse, also anderen Gemüse und dann Gewürze und Salz, dann esse ich davon auch immer wieder viel, viel mehr. Und das, was ich halt, also ich esse zu viel und ich fühle mich hinterher nicht wohl. Das ist so die Kombi, die ich gar nicht mehr haben möchte, die ich zwar immer noch habe und wahrscheinlich muss ich auch noch 30 Mal das machen, bis ich wirklich dann, bis es bei mir angekommen ist, dass es mir halt hinterher dann nicht gut mitgeht. Weil das ist wirklich was, was ich jetzt immer versuche. Ich stelle mir vor, ich esse dieses Lebensmittel und es soll mir gut gehen. Es soll mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich esse das Lebensmittel und mir geht es gut. Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Und der dritte Punkt ist dann, hinterher soll es mir auch gut gehen. Also ich will nicht mehr diese Schwere, ich will nicht mehr dieses Gefühl von, ich habe zu viel gegessen, sondern es soll mir hinterher auch gut gehen. Und das ist so das, was ich gerade versuche. Ne? Also es ist, ich bin da auch nicht, wie gesagt, ich versuche da auch, oder ich bin da auch milde mit mir. Und aber ich habe halt sozusagen immer gesündere Varianten, versuche einfach immer gesündere Varianten zu finden, so dass ich ja, also es gibt auch, also wenn ich jetzt so eine normale Schokolade, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. So ein normaler Kuchen mag ich gar nicht mehr, so, ne, weil ich weil es sich so eingebrannt hat, dass es mir hinterher nicht gut geht. Und das hilft mir dabei, dass darauf, dass, also ich habe da jetzt nicht mehr das Gefühl, ich muss auf was verzichten. Ich gönne mir alles, was ich will und spüre aber halt nach, wie es mir damit geht und komme so immer mehr zu einer Ernährung, die mir wirklich richtig, richtig gut tut, wo ich das Gefühl habe, ich komme auf ein Gewicht, was für mich natürlich ist, so und das Ganze ohne Verzicht. Genau. So. Schaue ich hier gerade noch mal, was ich, dass ich nichts vergessen habe. Genau. Dann war auch noch, das möchte ich noch mal auch jetzt abschließend erwähnen, ein wichtiger Aspekt bei der Ernährungsumstellung, dass so wie ich mich im Moment ernähre, da brauche ich noch viel so einen Schutzraum, wo ich mich schon auch viel mit Gleichgesinnten treffe. Aber ansonsten das nur mit wenigen, das vor wenigen Freunden so machen kann. Und auch sozusagen, um mir das zu erleichtern, ich dann irgendwann aufgehört habe, mich mit Freunden zum Essen zu treffen. Ich weiß, viele sagen so, oh, es ist mir dann auch erstmal bewusst geworden, so richtig, dass viele unser soziales, viele, wie sagt man das richtig? Naja, das soziale Leben ist sehr stark verbunden mit Essen, mit Ernährung, gemeinsam essen. Und ich habe halt da angefangen, sozusagen das auch umzuändern, umzuwandeln und treffe mich halt jetzt mit Freunden zum Spazierengehen oder zum Quatschen oder um zusammen Sport zu machen, aber halt nicht mehr zum Essen. So, und es gibt also genügend andere Sachen, die man machen kann, und um trotzdem, also damit ich trotzdem soziales Leben habe, aber Dinge esse, die für mich gut sind, die mir gut tun. Genau, die meinen Körper entlasten, meinen Darm entlasten. Und genau. Ja. Was ganz wichtig ist, für dieses Video jetzt abschließend möchte ich euch mitgeben, dass ihr euch wirklich Zeit gebt. Ja, ich bin keine Freundin von irgendwie diese Diättipps, wo du innerhalb von einer Woche 5 Kilo abnimmst und hinterher dann das wieder draufkriegst, sondern gebt euch wirklich Zeit. Es ist ein Prozess, der über viele Jahre gehen kann, aber dann halt auch dauerhaft und nachhaltig bestehen bleibt und du nicht mehr das Gefühl hast, du verzichtest auf irgendwas. Und der andere Aspekt ist halt wirklich zu gucken, wo du kompensierst mit Essen und das innere Wachstum da auch wirklich mit einbezogen wird. Ja?
Wo fehlt dir die Süße des Lebens? Wie kannst du die anders in dein Leben bringen? Wie kannst du dir ein zufriedenes Leben schaffen? Ja, mit deinem Körper, mit deiner Berufung, mit deinen Freunden, mit der Ernährung, ja, das ganze Paket mit deiner Familie, mit Freunden und alles, was dazugehört zu deinem Leben. Ja, also wo kannst du das so optimieren, dass du das Gefühl hast, lecker süß, mein Leben ist, ja, geht in einer guten Bahn. Natürlich gibt es auch Rückschläge und Zeiten, wo es herausfordernd ist, aber einfach, dass da so eine Basis da ist. Genau, und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden und dich einladen. Wie gesagt, es gibt jetzt dann noch zwei Videos in dieser Serie zur Zuckersucht, wo ich dir Tipps geben möchte, was mir geholfen hat, diese Ernährungsumstellung wirklich nachhaltig, ich sage das Wort so gerne, nachhaltig und dauerhaft umzusetzen und das Gewicht dann auch zu halten, beziehungsweise nicht zu halten, sondern einfach dein natürliches Gewicht zu leben, wo du nicht mehr das Gefühl hast, dass du ab oder zunehmen musst. Also ich lade dich ein, schau dir das dritte und das vierte Video noch an und dann, ja, viel Erfolg. Und wenn du Fragen hast, schreib mir die gerne in die Kommentare. Wenn du selber Erfahrungen damit gemacht hast, dann schreib es mir auch. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, ich freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst, um einfach mehr Geschichten zu hören, mehr Hinweise für ein zufriedenes Leben, für ein bewusstes und zufriedenes Leben. Also bis gleich im dritten Video.